Wie jeden Monat sitze ich hier mit dem neuen Heft und will euch kurz erzählen, was wir drin haben. Das letzte Heft stand ja unter dem Schock von Pete Steeles Tod. Inzwischen ist auch Dio abgetreten und natürlich hören wir hier alle im Moment viel Rainbow und Dio und Black Sabbath und arbeiten natürlich auch an einer großen Story, an einem großen Nachruf für Ronnie James Dio. Und ja, es fällt schwer, da irgendwas zu sagen, weil es eigentlich der größte Verlust für die Heavy-Metal-Szene ist, der denkbar war. Ja, viel mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, da kommt noch einiges auf euch zu im nächsten Heft und auch auf dem Rockhard-Festival, das jetzt übermorgen ansteht. Werden wir sicherlich irgendwelche Aktionen da realisieren. Es gibt Vorschläge von euch, tonnenweise Vorschläge und interessante Sachen, Sachen, die sich realisieren lassen. Leider auch ein paar Sachen, die wir nicht mehr schaffen in der Zeit. Aber es wird so oder so, wird es Dio-Aktionen auf dem Festival geben und wie gesagt, nächsten Monat auch. Und was dieses Heft hier angeht, da hat uns eben der Tod von Pete Steele sehr beschäftigt. Auch Pete war jemand, den wir gut kannten über die Jahre, der auch hier mehrfach im Büro war, der hier an diesem Tisch gesessen hat und damals zu seinem ersten Interview in Deutschland, als er aufräumen musste mit seiner Carnivore-Vergangenheit und einige Songtitel vom ersten Type O Negative-Album erklären musste, sehr interessante Sachen erzählt hat und sich auch als ein Typ präsentiert hat, der ganz anders war, als man das bis dahin kannte. Ja, Pete war auch jemand, der für uns mehr gewesen ist als nur ein Musiker, über den man schreibt, zu dem man keinerlei Bezug hat. Tja, ist eine tragische, schlimme Sache, dass zwei solche Größen so kurz nacheinander abtreten müssen, unter so tragischen Vorzeichen auch noch. Und das ist natürlich eine Sache, die auch die Leserbriefe, die uns momentan erreichen, die Mails, die uns erreichen, die ganzen Diskussionen im Internet, auf unseren Homepages und so weiter, dass das alles natürlich bestimmt, dieses Thema. Versteht sich von selbst. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aufmerksam machen auf das Prog-Rock und Prog-Metal-Special, das Boris und Michael für dieses Heft zusammengeschustert haben. 36 Seiten Progressiv-Rock und Progressiv-Metal mit allen Ausläufern, die diese Szene hat, bis rein in den Black-Metal sogar. Also ich finde es Wahnsinn, was die beiden da zusammengetragen haben. Haben auch zwei Monate am Stück dran gesessen. In den zwei Monaten waren sie hier im Büro so gut wie nicht präsent, haben also zu Hause sich durch ihre Sammlung gehört und haben sich auch lange darüber gestritten, was jetzt noch Prog-Rock ist und was schon Hardrock oder was noch Progressiv-Metal ist und was schon Power-Metal und so weiter. Da gibt es ja viele Übergänge in diesen verschiedenen Sparten. Und was letztlich da rausgekommen ist, ist sicherlich eine Sache, über die jeder diskutieren kann. Aber ich denke, dass es halt sehr umfangreich ist, sehr intensiv auch ist und es liest sich auch toll. Also ich habe das mit Interesse gelesen und finde das große Klasse und ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Ansonsten haben wir in dem Heft eine CD, die auch ein kleines Prog-Metal-Special enthält. Unsere neuen Lauschangriff-CDs werden ja immer eine Themenecke in Zukunft haben. So ist es diesmal Prog-Special, immer angelehnt an das bestimmte Thema jeden Monat im Heft. Ja, und ansonsten die normalen Stories, die müsst ihr dann selber entdecken, wenn ihr euch das Heft holt oder das Heft lest. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich trotzdem, euch alle zu sehen beim Rockhard-Festival übermorgen. Ich hoffe, dass das Festival nicht unter so einem Trauervorhang liegt, obwohl sich das sicherlich auch nicht ganz vermeiden lassen wird, da das Thema, wie gesagt, allseits präsent ist und uns da die drei Tage begleiten wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir Spaß haben. Ich hoffe trotzdem, dass alles reibungslos klappt, dass das Wetter gut wird und dass wir trotz allem eine tolle Party feiern werden.